Servus Freunde, willkommen auf dem Freekickers Channel, willkommen zu einem neuen Video. Die Regeln heute in der Challenge sind relativ einfach. Ich bin alleiniger Schütze und das Video endet, sobald ich ein Tor mache. Hört sich einfach an. Wir haben aber zwei Regionalliga-Keeper im Tor. Also alleine gegen Bruno ist es schon schwierig. Und jetzt noch Pascal dazu mit einer Hausnummer. Bevor ich meinen ersten Schuss abliefer, könnt ihr ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie viele Schüsse ich brauche. 400, 500, 5, ich weiß nicht. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie ich das Ganze angehen will. Und ich sag mal, was man eigentlich sonst so sagt, Winkelschüsse sind jetzt gar nicht so entscheidend, sondern ich glaube, dass die Tore fallen, wenn die beiden sich nicht sicher sind, wer hingehen soll. Also ich glaube, die Mitte ist sehr, sehr lecker, oder? Was sagst du, Conny? Erster Schuss in die Mitte, Tor. Wird nicht für die Torhüter sprechen, aber wird für meine Taktik sprechen. So wollt ihr stehen? Ja, müsst ihr wissen. Willst du auch so schießen? Ich habe ja noch nicht geschossen. Ach so, ja, dann zeig doch mal. Come on! Oh, ich fand, das sah schon nicht schlecht aus. Mit Glück und Verstand, mit Glück und Verstand. Ach so, ja, da sind wir doch. Also ich sag, hoch im Winkel ist, kannst du vergessen. Kannst du mal probieren? Ach so, ja, brauchen wir gar nicht. Halb hoch, hoch. Ist, ja, ist Quatsch. Oder? Du musst mit 180 km/h schießen und dann musst du noch flattern. Ich sag, Mitte unter die Latte. Hast du? Super. Siehst du? Super, sehr gut, sehr gut. Sehr hast gut. Gehört, was die gesagt haben? Das hast du. Die sind sich selbst nicht sicher, wer hier ist. Gut. Typischer Aufsetzer. Wir haben jetzt so die ersten 5-6 Schüsse. Davon gingen 5 aufs Tor, glaube ich. Ich sag, in den Ecken ist es total schwierig, weil sowohl Bruno als auch Pascal zu gut sind. Vielleicht mal mit einem ekligen Aufsetzer, aber ich sag eher, die Mitte ist entscheidend. So halb hoch in die Mitte, da wissen die beide nicht, wer hingehen soll. Flatterball, sowas. Ja, irgendwie sowas. Der aber muss von einem auf den anderen abschalten. Ja, genau. Oho, Alter, ey, hab ich euch auch nicht mehr gerechnet. Schöner Knuckleball. Nee, ist zu flach, zu harmlos. Die sind zwar hart geschossen, aber. Er ist noch dran, Alter. Ich glaube, da muss ich auch gar nicht mehr hin. Ah, der wird gleich vorbei. Ja, glaubst du, der vorbei? Ja. Das meine ich halt, ich schieß vorbei und die sind noch mit den Fingerspitzen dran, da weißt du, was abgeht. Achso, ja. Ja gut, die Torhüter sind jetzt warm, dann starten wir jetzt. Jetzt Mitte, aufpassen, Mitte. Ah ja, scheiße. Ich bin ja zu sehr auf dem Thema Vollspann und Kraft und so. Ich schieße gar nicht mehr platziert. Also wenn der oben ans Panzertape reingeht, da vorne, ja, dann nicht, hält den keiner, ne. Oh, super, ey, da sind wir doch, ey, geil. Ich dachte, der hält die. Ja, der war oben, aber 50 cm hoch oder so. Neue Taktik? Ja gut, flatter in die Mitte oder irgendwo halb hoch, dass der von der Schulter irgendwo abprallt. Ja, oder halt sehr, sehr nah am Pfosten kommen, dass diese sozusagen irgendwie noch reingehen. Gewalt oder halt ein bisschen Glück. Mit Gewalt. Jetzt kommt's mit Gewalt. So mittig. Ich wollte nicht links schießen, ich wollte in die Mitte schießen. Oh, das war so einer, ne? Boah, geklappt, ey. Das war so einer. Ja, ich fast einen Kuss gegeben. Wissen beide nicht, wer hingehen soll, und dann flattert der noch. Oh, schwer. Der gleiche nochmal. Oh, guck mal! Da waren jetzt echt ein paar Schüsse bei, die schlecht von mir waren, aber mittlerweile kannst du ja nichts mehr sagen. Super. Ja, nichts passiert. Da passiert nichts. Ich kann so in die Ecke schießen, die sind trotzdem dran. Der brennt nichts an. Ah, da bist du doch mit zu. Ja, da. Super festgemacht. Mir gehen so ein bisschen die Ideen aus. Weil ich habe jetzt schon mit Kraft im Winkel geschossen. Ich habe schon mit Kraft in die Mitte. Und ansonsten links oben Panzertape. Ja, fest, sehr gut. Geil, da sind wir doch, da sind wir doch. Boah, stark. Jetzt mal Real Talk. Ja, die musst du machen, die musst du machen. Wenn ich noch irgendwas falsch mache, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es angehen würdet. Aber mir gehen so langsam echt die Ideen aus. Ah, super Gold, oder? Mitte. Was mit Flatterball? Oder denkst du, das ist schwierig? Flatterball darf ich halt nicht so hart schießen.
Ja, sonst fliegen die zu hoch. Genau, sonst sind die zu geradlinig, weißt du? Ja. Ich kann es probieren. Ja. Das war nix. Ja. Hast du? Ah, ja, super. Das war gar nichts. Und der oben rechts. Ja, der kommt auch nicht ran. Doch, ich glaube schon. Hätte er nicht gehabt. Ich sag so, wie es ist, der war sehr gut. Der war wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, wie viel. So? 10 cm bis Pfosten ungefähr. Das war eine Chance. Das sind die Kleinigkeiten. Nochmal der gleiche. Die müssen sich reindrehen oder rausdrehen. Also du oder dippen. Ja. Dass sie nicht damit rechnen, ne? Was, wenn sozusagen wie den jetzt gerade eben, vielleicht, dass der von ganz draußen sich reindreht noch oder so? Also so viel Effekt wie es geht. Der kommt in die Mitte. Links oder rechts? Rechts beim Bruno. Ja. Mitte bitte. Ah, doch nicht Mitte. Deine Seite. Deine Seite. Falsch angesagt. So ein harter Schuss in die Mitte. Ja. Wie fangen die halt? Roll dir mal einen zum Nackeln vor. Probier mal, ja. Boah, ich merke schon so meinen Oberschenkel. Jetzt geh ein bisschen näher ran. Sonst halt doch mal die Schnauze. Ja, okay, so. Der Kameramann hat's gecallt. Der meinte, sonst leg dir doch mal einen vor zum Nackeln. Nicht schlimm. Da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Flatterball ist das. Ich weiß gar nicht, warum du es nicht die ganze Zeit schon probiert hast. Ich hab's ihm gesagt, aber es hat ja, hast du gesagt? Ja, Leute, ich weiß selbst nicht gerade, wie viele Schüsse es sind. Ich hab's auf jeden Fall geschafft, kurz vorm Bündelriss im Oberschenkel. Aber was die beiden Jungs können, haben sie auf jeden Fall gezeigt. Stark. Gutes Ding am Ende. Super. Ich muss nochmal die Taktik ändern. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du nur die Ecke wolltest. 400 Taktiken habe ich ausprobiert, Alter. Hart in die Mitte, hart in Winkel. Ich habe zwei, sowohl rechts als auch links, eigentlich in Winkel gebombt. Ja, und ihr schön mit einer Hand. Ist natürlich auch leicht. Du stehst ja auch schon in der Ecke als Torwart, ne? Wir verteidigen ja nur. Naja, auf jeden Fall Challenge irgendwo doch geschafft. Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, wie ich es noch schneller hätte schaffen können, schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt uns ansonsten gerne einen Daumen nach oben. Checkt die Jungs auf jeden Fall ab. Haben mega viel Potenzial beide. Ansonsten bis zum nächsten Video. Bleibt sportlich, haut rein. Ciao, ciao.